Hey Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge von Mechanical Mastery Plus. Heute schauen wir uns mal den zweiten Part der Questreihe an, wo es um den blauen, ja, die blaue Matrix Cube oder was immer das sein soll, gehen soll. Wir haben schon einen Teil freigeschalten, durch das Trade Permit haben wir schon Tier 1 freigeschalten, dadurch können wir im Shop nun die Tier 1 Sachen kaufen. So. Es ist ein bisschen aufgegliedert zwischen Industrial Foregoing und Create. Fangen wir mal mit, was wir am besten an? Mit Create. So, wir brauchen 3 Goldblades, ein Cogwheel. Brauchen wir Andesite Alloy, brauchen wir Andesite und Iron Nuggets. Echt nur ein und zwei Andesite? Muss kaufen können. Nö, kann man nicht. Kann man es herstellen aus Diorite, Cobblestone. Keine Möglichkeit, Andesite herzustellen. Ja, ich brauche jetzt mit nur 2. Ein Anfang. Nee, ich brauche nur mal 2. Und hier unten gab es bestimmt andere Zeit zum Abbauen. Ah, guck mal. Um 4. So, jetzt kann ich dann einen Chef bauen. Das Cogwheel. Gold packen wir hier rein, dann brauche ich noch 2 Goldplates. Sonst 3. Bei. Vielleicht doch die Presse. Und ich setze mal da oben ran. Augment rausnehmen, hier reinmachen, dann geht es ein bisschen schneller. Und da ist der Ranch. Kriegen wir auch die Brille. Wirklich nachher, wenn wir soweit sind. Mit W kann man das Create-Zeug drüber gehen und anklicken zum Schauen, was rauskommt. Beziehungsweise, wie man es aufbauen kann. Okay, es funktioniert so. Schauen wir mal, was Andesite genau war zum Herstellen. Gibt es bestimmt eine Maschine dafür?
Unten drunter ein Block auf Flint, rechts Lava, links Wasser. Das ist kein Problem, denke ich mal. Flint haben wir. Einmal. Brauchen wir zwei Eimer. Einmal das Lava aufheben. Einmal ein Wasser nehmen wir mit. Und das hier auch mal wegmachen. Und wieder zumachen. So, die Maschine war ein Extruder. Müssen wir gerade noch hinbekommen. Hoffen, dass es alles reicht. Um die Casings herzustellen, müssen wir mit der Axt rechtsklick auf den Outlook machen. Dann kommt der kurz ein Script-Block und dann mit dem Underside-Alloy draufhauen. Und dann haben wir ein Casing. So, wir brauchen wieder Glas. Ich weiß, wir brauchen Sand. Einmal. Kommt hier rein. So. Wo waren wir? Mechanical Extruder. So, zack. Wo bauen wir denn am besten auf? Jetzt sind wir voll auf der kleinen Insel. Gehen wir mal rüber. Ja, da ist ein Block hier. Genau, einer hier. Einmal Lava, einmal Wasser. Muss ich noch irgendwie noch kinetische Energie zu abbekommen. Und ich glaube, ich habe hier unten kein anderes Zeit mehr drin. Da gab es im Questbereich, der ist ein Emergency-Item, da kriegen wir zumindest ein anderes Set raus, müssen wir leider 3 Minuten warten. Alles, wie die Zeit nicht warten wird, mache ich einfach kurz einen Cut. So, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder, es gibt jetzt anderes Set, wir haben 14 Stück bekommen. Jetzt habe ich schon vergessen, wo wir waren. Ah, wir wollten hier was bauen. Wir wollten irgendwas bauen für, und zwar ein Water Wheel. Ja, ein kleiner oder das große? Ja, ich glaube, das kleine reicht. Die Blanks. Ob es kleiner ausreicht. So, da kommt hinten ein Cheftronne. Da das Waterwheel. Dann bauen wir es einfach kurz mit Holz hier.
Mal schauen. Witzig. Okay, das geht ganz, ganz langsam. Ah, okay. Mit Rechtsklick kann man das rausnehmen. Habe ich. Aber halt mal so ein Exporter und Banden-Dings hin. Mal gucken, ob es funktioniert. Das war. Geht. Das nennt sich einen Funnel. Euch Kelp. Das kaufen? Ja, kann ich. Muss man dann sozusagen im Ofen verbrennen. Das trocknen. So. Kein anderes Zeit mehr. Okay, da, hier oben sieht man, dass die Pfeilchen die gehen. Jetzt guckt. Ah, perfekt. Könnte man rein theoretisch. Hier einen Draw nehmen. Brauche ich noch einen Hopper. Und einen normalen Hopper. Dann bauen wir einfach kurz einen. Hier den Draw hinsetzen und da den Hopper ansetzen. Müsste rein theoretisch das andere Seite reinfliegen. Mein Pickup dann hoch und runter heben. Ah, seht ihr, ist rausgeflogen, passt, läuft. Nur warum da unten jetzt das Wasser fließen tut, würde mich jetzt mal interessieren. Ah, hab ich hier vergessen, was zuzumachen. Haben wir jetzt schon mal eine kleine Underside-Automatisierung, das automatisch läuft. Schon mal ein kleiner Anfang. Wie brauchen wir es? Invar, Blend und Steel Dust.
Können wir einfach hier einen Pulverizer nehmen, wenn ich noch einen finde. Ja, hier. Ah, ist die Task auch beendet. Ah, ich brauche beides. Okay. Mein Fehler. Newstorm ist wieder ein Casing. Brauche ich wieder ein Underset Alloy. Ich weiß, mein Inventar ist. Meine Kisten sind ziemlich unaufgeräumt, sag ich mal so. Also wird sich bald alles bessern. Jetzt baue ich aber noch mal ein Waterwheel. Kann man eigentlich auch so platzieren. Kann man hier einmal das war nicht so weit. So weit. Mal alles weg nochmal. Bisschen hingehen, hier eins hin platzieren. Ein bisschen Wasser holen. Dieses Wasserplatzierer drehte das Wasserrad im Liegen. Wo der Millstone kann ich sogar direkt oben drauf platzieren. Und er dreht sich. So, mal gucken. Da kommt der Zink Dust raus. Mal reinwerfen. Das ist ein kleiner Moment. So, was habe ich das hier? Rush Zink. Oder will ich was noch machen? Wenn das Blast. Und einfach pulverisieren.
Ah, haben wir sogar drei rausbekommen. Und jetzt können wir uns wieder schmelzen. Jetzt brauchen wir einen Mixer. Das passt dann schon mal. Hoffen, dass wir ein neues Underside schon mittlerweile drin haben, weil das geht ziemlich, ja. 12, das ist schon mal ein kleiner Anfang. Natürlich kann man das jetzt da drüben jetzt ein bisschen schneller machen, indem man mit großen Wheels und kleinen Wheels eine Übersetzung machen tut, dass es sich schneller dreht. Werde ich vielleicht offstream ein bisschen was machen. Dann brauche ich wieder ein Casing. Casing kann man später auch automatisieren. Ist alles kein Problem. Und leer. Dann mit dem Mixer. Da wir jetzt mehr Geräte haben für einen Wasserwert, meine Gearbox bauen. Oder auch nicht wirklich, wenn wir schon die Max ausgehen. Jetzt können wir die Gearbox auch vertikal hochzumachen, wenn wir die dann hier hinsetzen. Dann können wir einmal wieder den Millstone hier oben drauf setzen. Und das hier rumziehen. Hier einmal ein Passing hinmachen, den Mixer hinsetzen. Brauchen wir leider noch eine Gearbox, dass wir hier das zusammen bekommen. Dafür fehlt es noch wieder andererseits. Wir haben vier Stück, das dürfte gerade reichen. Reicht es nicht.
Aber jetzt reicht's. Also. Übrigens, den Mixer heute noch online noch hinzubekommen, dass er automatisch funktioniert. Und das semi-automatisch. Beziehungsweise, dass es überhaupt funktioniert. Natürlich auch sein kann, dass die Geschwindigkeit gar nicht ausreicht, dass sie dann Übersetzung machen muss. Jetzt gleich mal schauen. So, dann machen wir eine vertikale Gearbox draus. Geschwindigkeit ist zu ring. Übersetzung werde ich jetzt alles offscreen machen, weil das dauert ein bisschen, weil ich muss ja erst wieder Underside farmen lassen. Und das werdet ihr im nächsten Video dann sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.